Moin und willkommen zu einer weiteren Part Tales of Xillia. Ich bin seit dem Zimmerfix. Da warten ein paar Monster auf uns und die wollen wir doch hier gleich mal zum Anfang des Partes abschlachten. So macht man das, Leute. Denn, Leute, in dieser Welt, da überlebt nur Stärkste und diese Welt ist nicht die Riese Maxia, wo wir uns so die ersten 30 Stunden des Spiels rumgetrieben haben. Nein, Leute, wir sind jetzt auf einer anderen Welt. Wir sind jetzt in... Die haben uns jetzt schon wieder versteinert, Mann. Die Gegner... Nerven. Wir können Charaktere natürlich nicht auswechseln, wenn sie versteinert sind. Wir müssen uns so dringend alle Heilmittel kaufen, weil die werden uns hier echt ausgeben, wenn wir so weitermachen. Wir sind hier in der Welt Olympus, Leute. Und ja, in dieser Welt herrschen andere Gesetze. Spirals ist an der Tagesordnung. Das gehört da zum normalen Leben dazu. Und man kann auch verstehen, dass... hier nachvollziehen, weil, wie gesagt, die Menschen hier nicht wie wir die Mana-Lappen haben und deswegen kein Mana kontrollieren können, Leute. Und jemand Gewisses ist hier auf dem Weg hierher. Nicht nur wir, der hier schön auch so diese Maxi sind wir hierher gereist, nachdem wir uns hier mit Maxwell angelegt haben. Nein, jemand liebes, nettes anderes ist noch unterwegs. Und zwar Gaius und seine blöde Kuhmusette hier. Und Leute, so wie wir das gehört haben, haben sie eine Sparks, Anlage angegriffen, Leute. Und ja, auch wenn natürlich Spirals immer noch gegen unsere Prinzipien ist, so drastisch würde ich sagen, würden wir das jetzt nicht machen, weil wie gesagt, wir können nachvollziehen, warum sie hier Spirals benutzen. Und deswegen werden wir jetzt in dieser Fabrik mal einen kleinen Besuch, einen Besuch abstatten und schauen wir mal, was dann Gaius so zu sagen hat. Bitte lass sie nicht da sein, bitte lass es nicht Gaius sein, lass es irgendwie so Wingul sein oder so. So, Kampfverbündeter, so. Da werden wir jetzt mal ein mystisches Artis machen. So, wartet mal. So. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Artis, wo habe ich das bei ihm hingelegt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, jetzt müssen wir irgendwo anders hinlegen. Das tun wir da hinlegen. Weil da weiß ich immer, wo es ist. So, jetzt machen wir bei ihm Charakter so. Open your eyes and witness your final demise. Damit wir auch mal wieder ein schönes anderes Artis gesehen haben. So, dann schwingen wir uns jetzt mal hier als Elven kurz bei dem Kampf noch unterwegs. Durch, meine ich. Wir wollen ja mal alle mystische Artis sehen. Ich will das unbedingt mal mit Rowan hinbekommen und mit Elisa. Mit der bekommen wir es gar nicht hin. So, ausgetrickst und weiter geht's. So, wie lang ist der Weg noch? Ach, da vorne ist ja schon der Ausgang. Das ist ja schön. Welches Level sind wir? 54,5. Ach, warum bist du ein höheres Level als wir? Warum? Er ist doch im Bossfight gestorben, oder? Bei dem Bossfight da, wo wir gegen Dings gestorben. Nee, da waren die anderen tot. Weil sonst war... Ich weiß nicht, eins am Anfang des Spiels hat mich so geärgert, als wir gegen... wie ist er nochmal? Ciao gekämpft haben. Und Jude gestorben ist und er einfach mal da keine 2000 Erfahrung bekommen hat und das ungefähr 3 Levels waren und dann der schwächste Charakter war. So, wir müssen uns gleich... Bewege mich jetzt? Achso, ich bin jetzt schuld. Kämpfen wir mal Stute. Ach, das ist die guten alten Zeit, wo wir Stute gekämpft haben. Wo wir 20 Jahre gebraucht haben, um gegen Eva zu gewinnen. Das waren schöne Zeiten, gell? Voll. Diese kleinen Blumen, die sind ganz schön hinterlistig. So, aber wisst ihr, was auch fies ist? Wenn man die 4 großen Geister hat. Ach, schade, ich wollte noch einen einsetzen. Na egal. So. Man erhält hier so wunderschöne Erfahrung, Leute. Wir könnten hier so uns hochleveln, wenn wir wollten. Aber wir wollen ja auch ein bisschen Erfahrung haben. Wir könnten das hier auf Level, weiß nicht. Wie ist das Level-Maximum? Ich weiß nicht. In Tales of Races und Tales of Phone ist es 250. Ich glaube, so weit werden wir nicht hochkommen. So. Guck mal, kleinen Blümchen. So, ich mach mir gleich mal zu Anfang alle. Damit ihr mich nicht wieder nervt mit euren Attacken hier. So, Urteilsor. Schade, ich dachte, wir kommen Urteilsor. Schade. So. Egal, ich bin gespannt, was jetzt uns in der Fabrik erwarten wird. Mal abgesehen von Spirex, vielleicht sogar Spiriten heißen, ja. Die, mit der man Elementargeister wieder auferstehen lassen kann. Also aus Geisterfossilen, dass man da eben Elementargeister beschwören kann. Was wir an Celsius gesehen haben. Oh, Leute, was waren so die anderen Elementargeister, die wir in Tales of Symphonia hatten? Volt? Shadow? Dann Aska, dieser Vogel da? Oh, Leute, das könnte noch hart werden. Origin. Das wäre so geil, Leute, wenn der Origin kommen würde. Und dann lassen wir uns in die Welt von Tales of Symphonia hier porten. Ihr wisst schon, weil der ist ja der Kontrollier hier über Raum und Zeit. Ach, Leute, das wäre ganz lustig. Eigentlich nicht. Wow.
Where is everyone? A Spyrex casing. This looks like a storage space for Spyrexes, but the contents are destroyed. Did Gaius do this? Whoever it was leveled the larger facilities and warehouses, but left the other buildings intact. In other words, their goal is not an invasion or to wipe out the military. Mila, we should hurry and look for Baylan. Right. Ich denke, Gaius wäre hier mit ein bisschen mehr reingegangen. Obwohl, das wird schon seinem ewig langen Schwert so, wird es schon hier ähneln. So dieser, oh Leute, ich will einfach nicht, dass es Gaius ist. Ich befürchte aber leider ist es so. Und wenn das so der Fall ist, dann tippe ich mal darauf, wird es nicht gut aussehen für Balan. So, das ist eine Spyrex-Kreation. Das sind die gleichen Sachen, die wir auf dem Luftschiff gesehen haben, was wir einmal geentert haben, wenn ihr euch noch daran erinnert. Da gab es auch diese Maschinen, die uns hier angegriffen haben und die sehen 1:1 aus wie diese hier. So, wir haben jetzt schon wieder unsere Balken vor. Wir werden jetzt mal was Cooles machen. Und zwar mit ihr werden wir jetzt mal das Mystische Art zeigen. Ich glaube, einmal haben wir es schon gemacht, Leute. So, ich muss es trotzdem wieder da unten hinlegen. So, das entfernen wir mal kurz. Und dann... Hä? Bei ihr klappt's einfach nicht. Cool. Bei ihr kommt einfach kein mystisches Artis. Nett. Verstehe ich jetzt aber nicht so ganz. Hä? So, ich drück das und X. Na egal, jetzt ist sie schon abgelaufen. Schade, dass wir das jetzt nicht hinbekommen. Ich bin mir fast sicher, dass wir schon mal mit ihr gemacht haben. Aber mich hätte es trotzdem nochmal interessiert, wie das so ausgesehen hat. Egal. So, machen wir erstmal ein Urteil so. Oh, ich liebe das Urteil so sehr. Außer es ist Musit eingesetzt hat gegen uns. Das war vielleicht nicht ganz hübsch. So, also mal zu den Gegnern hier. Die sind jetzt auch nicht unglaublich stark, aber man merkt schon, sie haben deutlich mehr Leben als unser Gegner hier in Riese Max hier. Also im Durchschnitt mindestens 10.000, 15.000 Leben. Und das sind dann schon die Schwächsten. So, das Archiv, was haben wir? Ananasgele, sehr hübsch. Eine Beutel mit schmuddeligen Stäublingen. Oh, super schön. Und da sind Menschen. Sag nicht, ihr wollt noch tiefer hineingehen. Ihr seht nicht aus, als würdet ihr hier arbeiten. Ihr werdet Ärger mit den automatischen Verteidigungsanlagen bekommen. Warum greifen die uns... Kann ich die nicht irgendwie deaktivieren, Leute? Wir wollen euch ja sogar helfen. Ach, egal. Dann eben nicht. Wenn ihr keine Hilfe braucht, dann eben nicht. So, warum imitieren die eigentlich alle Tiere? Frage ich mich schon hier gerade. So, egal. Machen wir die alle. So. Also, ich schätze mal, sie basieren hier alle auf Spyrex, Leute, diese ganzen Kreaturen, die sie hier haben. Vor was ich gerade hier, wie gesagt, Befürchtung habe, was ich hier angesprochen habe, das mit den Spyriden, Leute, wie Celsius eben, dass da eben dann uns wieder Elementargeister im Weg stehen werden. Naja, also theoretisch glaube ich jetzt nicht, dass sie uns im Weg stehen werden, weil ich meine, Gaius, der arbeitet ja auch nicht mit solchen Mitteln. Obwohl es mir lieber wäre, wenn er mit solchen Mitteln arbeiten würde, dann würde er es nicht mit seinem Schwert hier niederstrecken. Sondern macht das eben auf die eigene Faust. Und ja, sonst haben wir eigentlich keine Feinde mehr. Die sind entweder alle ausgelöscht oder an irgendwelche Lanzen von Kresnik gebunden. Help me. Are you okay? Thank you. I think I'll be okay now. This place seems deserted. Do you know where everyone went? Some people got out early. I don't know about the rest. It was pretty chaotic. Did you see the attackers? The soldiers hit us like a wave. They were led by some guy with a giant sword and a flying woman. Well, that settles it. That it does. They told us they'd destroy every last Spyrex. Then they ordered us to retreat. Sounds like something he'd say. Wait. He can't be.
Gaius must be planning to eliminate every Spyrex in the entire world. Just to stop the Otherworld Reactor plan? Isn't that a bit extreme? No, it's a sound plan. Olympias' situation won't change as long as it has access to Spyrex. Even if the current plan is halted, someone else will eventually come up with something similar. By eliminating Spyrex, Gaius is going right to the heart of the two-world problem. Sounds like a lot of work. But if Gaius is anything, he's determined. Damn it. That puts Baelin in danger. Excuse me. Do you know anything about someone named Baelin? He's a Spyrex engineer. You might find him over in the Spyrite Research Wing. What? Officially, it's called the Military Research Wing, but I wouldn't get your hopes up. Those freaks are probably still wreaking havoc over there. I'm sure he's okay. Don't worry about me. You just worry about Gaius. Yeah, but still... You already have enough on your plate. Your job is to keep moving forward, remember? Right. We don't have time to worry right now. The sappy stuff will have to wait. All right, thanks. So where's this military research wing anyway? Just ahead. If it's still standing. Be careful. You too. You sure you're gonna be okay? Save it, I'm fine. Hier gut für Bahnauswahl. Wenn man sich überlegt, Leute, der hatte ja ein Spyrex hier an seinem Bein, damit er laufen kann. Und ich würde ihm gar schon zutrauen, dass er da einfach dann so einen großen Schritt machen würde. So, deswegen beeilen wir uns, Leute, und hoffen einfach, dass es ihm noch gut geht und der Garus noch nicht so weit vorgekommen ist. Aber, ich meine, so menschenleer, wie es aussieht, denke ich mal, ist er schon viel weiter. Und ja, wie gesagt, jeden einzelnen Spyrex auszulöschen. Wie gesagt, Leute, ich habe schon öfters gesagt, man kann Garus abziehen. Also, er ist nicht so gespinnert wie im, Nachtigall teilweise war oder auch hier, Musette, die einfach ein Dach schon hat. Sondern man kann nachvollziehen, Leute. Ich meine, unser Ziel war es ja im Endeffekt auch, hier alles bei euch zu zerstören, Leute. Das war ja, sagen wir mal, für so gut, ja, eigentlich bis wir hier eigentlich herausgefunden haben, dass wir eben nicht Maxwell sind, war das ja genauso unsere Aufgabe. Und wir haben das ja auch über das ganze Spiel hier gemacht. Aber nun haben sich eben die Dinge geändert, Leute. Aber für ihn scheinbar nicht, Leute. Und ich möchte... So, ich möchte jetzt... Mystische Arte sind einfach geil, Leute. Um es mal so sagen, wie es ist, Leute, die sind einfach geil. So, jetzt haben wir das auch noch mit Gibbel hinbekommen. Ich glaube, es hatten wir schon mal. Jetzt haben wir es mit allen außer mit Elise und Ron hinbekommen. Sehr schön. So, laufen wir weiter. Schön flankiert und machen die Robbys hier fertig. So, hoffen wir einfach mal, wie gesagt, dass es bei gut geht und ja, wie gar alles irgendwie stoppen können. Ja, jetzt. Ich würde, Entschuldigung. Ich wollte nicht mit dir gelinkt sein. Tut mir leid, Alvin. So doll lieb habe ich dich jetzt doch nicht. So. Fertig gemacht. Und es ist eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich viel zu wenig unsere hier Geister, Leute. Das wollen wir wieder machen. Die machen so derbe viel Schaden, Leute. Ah, es ist schön, Leute. Ah, und der Dude, der war mal hier mit Musette gelinkt. Mit der Kleinen. Die konnte ja nichts. Leute, wenn wir die treffen werden, wir werden die so. Boah, wir werden die so fertig machen, glaub mir. Wenn sie uns nicht davor fertig macht. So, oh, das ist ein Block, da müssen wir ganz schnell. Nein! Kampfverbündeter, scheiße! Okay, das könnte jetzt hart werden, Leute. Ihr erinnert euch noch sicher alle an das Blockviech. Das Blockviech gibt 2000 Erfahrung, wenn wir es töten. Mindestens, wahrscheinlich jetzt sogar noch mehr, weil 2000 Erfahrung ist jetzt nicht mehr so viel. Es ist aber sehr hart immer zu besiegen und ja. Da müssen wir jetzt echt aufpassen, Leute. Und uns gut anstellen am besten. So, wir haben ja schon die Hälfte wieder unserer Anzeige voll. Warte, ist der Block? Hä, der ist gar nicht da. Ist der geflüchtet? Ach komm, weil die blöden Roboter uns im Weg gestanden sind, oder?
Deswegen ist er... Oh, schade. Ärgerlich, Leute. Sehr ärgerlich. Ich habe mir jetzt gewünscht, dass wir den bekämpfen können, weil der gibt immer sehr gute Erfahrung und gute Items. Aber naja. So. Weg und das war's. Thanks. I appreciate it. Yeah. Alright. So, wir halten immer so viel Erfahrung durch die Gegner. Hätten wir jetzt den Block noch besiegt, dann wäre noch alles noch viel besser. So, es geht. You see the way Mila freezes those enemies in their tracks? I guess she really is into bondage. Oh, is that what the technique is called? Aww, I thought I'd get more of a rise out of you than that. I'm just tired of your lies and innuendos. Just give it up already. Oh, and now I'm the one being tied down by your sadistic decrees. Sorry, Jude. I'm not that into bondage play. But it is true that some people can only experience true intimacy when they're tied and bound. The conversation takes a surprising turn. Are you speaking from personal experience? No, I read it in a book. It was called Men and Women Beneath the Sheets. What sort of books are you reading? There was a similar comment in The Aesthetics of Being the Catcher as well. That one's probably about something different. Oh? Well, I wouldn't really know. Sounds like Mila's more into total freedom than tying anyone down. Tavern, du würdest gerne mal gefesselt werden von Emile hier, oder? Ah, Leute. Ey, egal, ob die Mila hier Herr der Geister ist oder nicht, sie bleibt immer noch die abstruseste Person, die es gibt. Nicht mal Musette ist annähernd so merkwürdig wie sie hier, Leute. Nicht mal Eva, der nur gespinnert ist, ist annähernd so schlimm wie sie. Das gefällt mir immer so gut. Ah, Leute, es gibt's immer so lustig, muss man echt sagen. So, machen wir sie kurz fertig und das war's. Achso, ich dachte kurz, ich habe mich jetzt mit dem Falschen hier gelinkt. Oh nein, jetzt habe ich nur gesetzt. Ach, egal. Oh, jetzt wollte ich nochmal mit mystischer Art das machen. Leute, wir bekommen viel zu viel Level ab. Ich habe keine Lust, meine Lilienkugeln zu verteilen. So, dann müssen wir das aber jetzt mal kurz wieder machen. So. Es ist wirklich so. Jeden zweiten Kampf. Das war das Mikro. Halten wir mein Level ab. Es ist natürlich cool, weil wir wollen ja möglichst stark werden. Jetzt wissen wir wirklich offiziell nur, dass Garus kommen wird. Und deswegen wollen wir gegen ihn kämpfen müssen. Aber, trotzdem. Wundert mich, dass wir so Level-Ups so schnell bekommen, weil, also in der Zeit ist, gegen Ende ist, in diesem Maximum haben wir fast gar keine Erfahrung mehr bekommen, also, natürlich haben wir Erfahrung bekommen, aber es war wirklich immer sehr wenig und, ja. Hier bekommen wir wirklich, richtig flitzebitz unser Level-Up, was natürlich schön ist, so. Machen wir hier einen kleinen Punkt, da einen kleinen Punkt, so, komplett unproduktiv und da einen Punkt, so. Wichtig ist immer, dass wir KP bekommen. Das ist das Wichtigste, Leute. Denn wir wissen ja, was kommen wird, wenn irgendwann mal Garus auf uns stoßen wird. Ich habe echt Angst, Leute. Beim letzten Kampf gegen Garus, wir haben alles gegeben. Man muss zwar sagen, wir waren geschwächt, aber wir haben ihm ein Drittel des Lebens abgezogen. Und er hat noch nicht mal mystisches Artes rausgehauen. Und da wartet ja auch dann noch Musette, Leute. Ich will gar nicht wissen, was die da noch hat. Das stelle ich mir so furchtbar vor. Ein Kampf von unserer Party gegen Musette und Garus, Leute. Also, der Kampf gegen Musette. Wir haben ihn beim ersten Mal geschafft, sage ich immer wieder, respektabel. Aber die beiden zusammen, Leute. Nee. Sowas werden die jetzt auch nicht machen, glaube ich jetzt. Aber weil ich tippe jetzt einfach mal, irgendwann werden wir jetzt gegen Musette kämpfen müssen in nächster Zeit mal. Und dann so der endfalte Spieß wird dann Gaius sein irgendwie. Der hat sich dann nochmal die Kraft hier von Maxwell geschnappt und... Oh, das hört sich auch nicht besser an. Aber ich habe von Anfang gesagt, Leute, wir werden irgendwann mal gegen Gaius kämpfen müssen. Also... Nochmal, nachdem wir einmal gegen ihn gekämpft haben. Und es scheint sich auch zu bewahren, weil ich bezweifle, dass jetzt einfach so kommen wird. Ha! Da kommen jetzt noch die Leute aus dem äußeren Kreis, aus dem äußersten Kreis, aus Olympios und töten Garus oder sowas. Also ich bezweifle, dass sowas kommen wird. Welches Mal aus deiner blöden Deckung geht. Ach, mach mal. So. Brutzeln wir dich ein bisschen. So, schon wieder Level Up, Leute. Jeder Kampf haben wir Level Up. Wo geht's denn hier weiter? Whoop. Da ist was. Und zwar eine Harold-Maske. Das Gesicht verrückten Wissenschaftlerin aus dem Superheld Die Befreier des Schicksals. Muss ich das kennen? Muss ich das kennen? Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Das würde ich jetzt gerne. Ich würde eigentlich gerne testen. Es ist ja schade, Leute. Diese Kostüme sehen immer echt lustig aus, aber sie töten halt auch ein bisschen die Stimme. Ich meine, man hat eine echt ernste Erwachsene-Story und dann hat man irgendwie Leute, die merkwürdige Kostüme tragen. Das passt nicht so gut zusammen.
So. Und Gino. Ach Leute, es ist so schön, die vier Geister wieder da zu haben. So, dann schauen wir mal kurz. Da war noch ein Item. Jo, aber jetzt muss ich echt mal schauen, Leute. Setzen wir das wieder. Wir setzen es nur kurz auf, keine Sorge. So. Ach so, das ist noch was am Kopf. Ich dachte, der hat jetzt echt so eine Maske auf. So, okay, dann kommen wir es wieder entfernen. So, weiter geht's, Leute. Is this another one of Ifrid's arcs? What's it doing on Olympias? There are words appearing on it. My name is Ifrid. I'm an explorer seeking a foreign world known as Risa Maxia. When I depart for it, I will gather the treasures I've collected in my adventures on Olympias and place them in arcs near my hometown as a gift to the next generation of adventurers. Huh. So Ifrid was an Olympian. He must have found some way to cross the schism to Risa Maxia. And then he never made it back to Olympias. Never figured there'd be someone else besides you guys crazy enough to go running off to other worlds. Well, let's pay our respects to our predecessor and help ourselves to his loot. Dieser Typ ist eben immer der, der die ganzen Kisten hier versteckt. Oh, und wir haben ja schon einige von denen gefunden immer. Und da sind halt immer die Kostüme drin. Und puh, Leute, dass der aus Olympus kommt, nicht schlecht, Leute. Traurig auch für ihn, Leute, weil der musste ja dann eben wie Alvin den Rest seines Lebens eben hier dann, also in Risa Maxia verbringen. Tut mir schon leid, Leute, dass ihr hier nicht mehr zurückkommt. Wir werden hier gerade ein wenig eingezogen. Oh, ich muss jetzt echt hier meinen Artus benutzen, weil die Gegner machen mich hier gerade zu fertig. So, jetzt mache ich eine Feuerkugel. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das wollte ich. Ich liebe es so sehr, Leute. Es sieht so geil aus. Aber es macht nicht so viel Schaden, oder? Habe ich das gerade falsch gesehen? Wie das von Elvin. Das von Elvin hat knapp, hat ich glaube 12.000 Schaden oder so gemacht. Und das hat jetzt gerade noch 10.000 Schaden gemacht. Na egal, das reicht doch zum für die Gegner zumindest. So, das sind die aber echt arg für die Gegner in den Kämpfen. Das muss man auch mal erwähnen. Also, war das da. Schau ich an, das sind die Gegner dazugekommen, oder habe ich das falsch gesehen? Also, es kommt mir echt so vor, als würden hier mehr, sehr viel mehr Gegner sein als sonst in den Kämpfen. Sind sie jetzt nicht unglaublich stark, aber das fällt mir nur auf. So, weiter geht's und durch die Tür auf zu unserem Freund hier. Hoffentlich ist er auch noch am Leben. Immer noch nicht. Das dauert jetzt aber echt lange hier. So, wir kämpfen auch sehr viel. Und diesmal, jetzt lassen wir mal ein paar Kämpfe aus, würde ich sagen. So, links oder rechts? Rechts kommen wir einfach wieder zurück, so wie es aussieht. Hä? Warum sind wir nicht gleich dahin gegangen? Gab es hier die ganze Zeit eine Tür, durch die wir hätten durchgehen können? Das ist dann irgendwie voll blöd, Leute. Wow, durch die Mitte, Leute. Durch die Mitte hier. Und dann da rein. Sehr schön gemacht. So, immer noch nicht. So. Rusala Höhenstraße. Da wollen wir nicht hin. Oder? Nein. Wir müssen erstmal schauen, ob hier der Baran noch irgendwo ist. So, da geht's in Sektor 6. Das hört sich doch gut an. Oder? Wie viele Sektoren gibt's hier denn? Jetzt ist hier aber Sackgasse. Da ist der Block. Block, Block, Block. Diesmal bist du mein, diesmal bist du mein. Diesmal. Hab ich dich. So. Wie viel Leben hast du denn? Ah, 16.000. Das ist eigentlich nicht mehr so viel, Leute. Das ist echt nicht mehr viel. Also, diese Blöcke waren nur stärker. 16.000. Also, sie hatten schon immer sehr viel Leben. Und sie machen auch immer noch sehr viel Schaden, Leute. Aber 16.000 Leben, glaube ich, hatten sie auch vorher immer. Und das ist jetzt nicht mehr so viel, weil jeder Standardgegner bis jetzt also mindestens 10.000 Leben hat. So. Wir müssen trotzdem aufpassen, weil er halt sehr viel Schaden macht. Aber, Leute, es ist nicht mehr annähernd die Herausforderung, die er einst hier war. Tja. Das war's dann von dir. Als großer Bossfight hier. So, okay, Bossfight ist falsch. Das Blöde ist, wir treffen ihn nie mit unseren Artis, Leute, weil der einfach sich davon nicht beeindrucken lässt. Und er ist gegen alles Resistenz. So, deswegen können wir einfach echt nur draufhauen. Und das war's. So, Luftfight trifft eh nicht. Aber egal. Es sieht cool aus, Leute. Und das muss man auch mal sehen. Warum machen wir nicht einfach besser? Und was haben wir, unsere vier Geister, Leute? Außer damit sie der Miele hier die Haare machen. Da gab es doch mal die Skizze hier. 5000 Erfahrungen, ja, immer noch nicht schlecht, Leute. Aber es ist nicht mehr so das, was es früher war. Weil früher war das immer mindestens ein Level Up für jeden Charakter. Und das ist jetzt schon ein wenig weniger. So wie es aussieht, Leute, geht es hier echt nicht weiter. Jetzt haben wir ihn aber nicht gefunden. Ist sie etwa nicht mehr hier in der Anlage?
Es scheint so, weil es gibt hier sonst wirklich nichts mehr. Wir können zurück in Sektor 1 gehen, aber in Sektor 1 wird das nicht sein. Suche im Militärvögel nach Bahn. Wenn wir da jetzt aber rausgehen, dann wird er ja da nicht sein. Ich meine, warum sollte der auch raus sein? Leute, ich habe das Gefühl, wir haben den einfach nur irgendwie übersehen oder so. Das könnte natürlich der Fall sein. Naja, wir gehen jetzt kurz mal da raus und schauen, ob er da ist. Und wenn nicht, dann bin ich überfragt. Ja, okay, dachte ich mir. Ja, dann laufen wir nochmal hier zurück in Sektor 1. Ah, jetzt sehe ich es. Ach, ich bin doch so blind, Leute. Seht ihr da bei... Hier in dem Sektor, da gibt es eine Tür, Leute. Die ist mir vor wahrscheinlich missfallen. Okay, gut, dann gehen wir da nochmal kurz hin und versuchen nochmal einen Gegner vorbei zu schleichen. Achtung. Okay, gegen dich kämpfen wir sogar. Okay, jetzt sonst geflohen. Ja, dann bin ich doch gespannt, was ihr hier drauf habt, Leute. Die Blitze. So, wartet mal. So, jetzt. So. Es ist jedes Mal aufs Neue schön, Leute. Ich liebe diese Animation. Ich kann sie mir den ganzen Tag anschauen. Noch geiler sind aber nur die Dings der Mystic Artist in Tales of Gracie, Leute. Schaut ihr euch einfach mal an, Leute. Selbst wenn es ihr nie mehr spielen werdet, Leute. Oder wenn ihr es noch spielen werdet, dann wird es euch verspoilert. Das ist ein bisschen blöd, Leute. Aber sie sind so hammergeil, Leute. Also dagegen sind selbst hier die sehr coolen Mystic Artist hier aus Tales of Celia wirklich langweilig, Leute, weil die sehen einfach mal so über den Top aus, Leute. Aber, wie gesagt, mir gefallen die auch hier sehr gut, also nichts gegen die Leute. Ich könnte mir den ganzen Tag einfach so cool wie die aussehen. Die Gegner haben doch einiges in sich und es sind wieder sehr viele so. Jetzt schauen wir auch mal, 11.000 Nehmer. Also wie gesagt, dieses Blockvieh gerade war echt nicht stark. So, weg mit dir. Boah, Leute, ich wollte eigentlich in dem Part den jetzt noch finden, ne? Hier im Ballern, weil sonst haben wir wieder hier nichts Produktives gemacht. Aber scheinbar werden wir das nicht schaffen. Oder wir werden jetzt einfach mal... No einsetzen! So, Leuchtkugel und das war's. Ach, da hinten ist noch einer. Jetzt komm, stirb doch mal! So, Ifrit, komm, leg ihn um. So, ganz ehrlich, wie kann sich jemand gegen jemanden stellen, der die vier Geister hat? Auch wenn er nicht mal Maxwell ist, Leute. Respektabel, würde ich mal sagen. So, 5300 Erfahrung. Nicht schlecht, Leute. Ich sag, jeder Kampf ein Level-Up für alle. Das ist so schön. So, wir werden jetzt überziehen, aber ich will jetzt unbedingt hier Baden noch finden. Also, wenn ein Boss wegkommt, dann haben wir ein kleines Problem. Aber egal, werden wir schon irgendwie schaukeln. So, da ist die Tür, die ich übersehen habe. Da ist ein schwarzes Ei. Und jetzt gehen wir rein. Oh. Nein, jetzt. Wartet mal. Jetzt sehe ich das ja erst. Oder, warte. Kommen wir hierher? Was ist dieses Block? Wie wollen wir nochmal? Ach, wir kämpfen. So werden wir nie an unser Ziel ankommen, aber egal. Das ist jetzt ärgerlich, Leute. Aber ich will dieses Block nicht unbedingt besiegen. Also, es ist mein zweites Block hier. Schau euch das mal an. Mystisches Artist. 600 Leben abgezockt. Jedem Charakter immer so um die 10.000 und dem 600. Der erzählt ja auch, warum der so hart ist, Leute. Ich will aber jetzt mal anfangen, Leute. Ich werde jetzt kurz machen, halt 40 Minuten Part oder so. Aber es ärgert mich jetzt echt, wenn wir den jetzt hier nicht finden. Nur weil ich hier den falschen Weg gegangen bin und zweimal gegen dieses blöde Blockviech kämpfen musste. Aber ich will eine Herausforderung. Das war so im letzten Part haben wir auch gegen dieses eine Special Viech gekämpft, was 70.000 Leben hatte. Ach Leute, und da, wer ist Maxwell bitte, gell? Hat auch nur 70.000 Leben, voll schwach. Ich freue mich schon auf Chaos. Ich finde, Chaos hat einfach mal so 5 Millionen Leben oder so. Oder 10 Millionen einfach. Ach Leute, sind die guten Final Fantasy 10 Logik, wo einfach mal Gegner sind. Da gibt es Special Gegner mit 10 Millionen Leben. Du machst maximal 99.000 Schaden. 99.999. Und die haben 8 Millionen Hitpoints, Leute. Das ist so furchtbar. Ich habe einmal so einen hart aufgefordert. Ich bin da noch bei Final Fantasy 10 und der hat mich mit einer Attacke weggestampft. Das war lustig. Das war eine schöne Erfahrung. So, hier wird er doch irgendwas sein. So, da. Lager. Hier scheint niemand zu sein. Aber eine Kiste ist da. Es gibt hier Rätsel oder sowas. Oh, ich will keine Rätsel. Boah, das. Honey, wartet mal. Da. Ich wollte. Ah. Wollen wir. Ach, machen wir das jetzt. So, jetzt sind wir bei. Offiziell.
gleich 30 Minuten. Aber das ist mir jetzt wurscht. Wir werden das jetzt hier machen. Wir werden uns diese Kiste holen. Wollten wir noch was anderes machen? Nö. Nö, da war doch jemand, den wir retten wollen. Nö, ich glaube, das war das Item, was gerettet werden wollte. Dass es hier so alleine rumsteht, das ist ein grausamer Schicksal. So, und 7000 Gold, super. Ach Leute, die Gold. Wie gesagt, wir könnten jetzt mal uns echt in die Shops reinsetzen und da ein bisschen Geld raushauen. Aber keine Lust darauf. So, hier ist noch eine Tür. Wir holen jetzt den Sack. Und jetzt gehen wir da rein, Leute. Und da wird er sein. Wenn er da nicht ist, dann ach komm. Ich dachte, wir werden ihn jetzt einfach finden, Leute. Aber nee. We'll never find Balin or Gaius at this rate. Let's look somewhere else. Hold on. What is it? This confirms it. They created a spyrite with the information Exodus gave them. Something called Volt. Interesting. So Gilland really was trying to save Olympias with spyrites. What? According to this, that spyrite thing was powered about a half an hour ago. That sounds like it was one of the reasons for the chaos that transpired here. Where'd it go? I don't know exactly, but it looks like it climbed to one of the floors above us. What do you think? It might be worth checking out. Why do you say that? I don't have any proof, but I think Gaius might have activated it. If he did, we should find him nearby. But what would be his motive for using Spyrite? I have the same question. I think it's important we get in contact with him. Jude, it's not that I don't want to meet him. But if Gaius is dead set on destroying all Spyrixes, I doubt he'll listen to anything we have to say. We'll cross that bridge when we get to it. If that's his plan, then I'll just have to stop it. You say that now, but we all know how much you respect him. Just as you respect Mila. Please, Rowan, there's no need for this. You sure you won't back down in front of your hero, kid? Hey, Jude doesn't need a lecture from you. Yeah, who died and made you head honcho? It's okay. I do respect Gaius, but it doesn't mean I have to follow his path. I can create my own. Otherwise, I'll never make my own decisions. I won't grow up to be who I want to be. Well said. Nachschauen ist nie schlecht, Leute. So wie es aussieht, werden wir Balin jetzt doch leider nicht in diesem Part finden. Das heißt, ich würde sagen, wir werden jetzt einen kleinen Cut machen, Leute. Und uns dann im nächsten Part hier wiedersehen mit Taste of Celia. Ich muss jetzt zum Speicherpunkt zurücklaufen. Oh, nur eine Cutscene. Hey, who turned out the lights? The base's power went out. Let's proceed with caution. Lass mich raten, wir können jetzt nicht mehr zurück und ich kann jetzt nicht mehr aufhören, oder? Ich wollte nämlich jetzt hier gerade so eigentlich den Part beenden, aber das Spiel lässt mich jetzt nicht. Ha! Ist es geil, Leute! So, Spiel verhindert, dass man aufhört. Das ist ja super sympathisch, Alter. Nein. Oh, haben wir das gut gemacht, Leute. Ich muss jetzt hier echt leider aufhören, weil der Part ist vorbei und ich muss weg. Und das ist echt blöde. Und deswegen werden wir jetzt einfach an jedem einzelnen Problemgegner vorbeilaufen. Ich hätte euch gerne alle gemacht, das hätte ich voll gerne gemacht, aber ihr seid ja echt blöde, Mann. Müsst jetzt unbedingt kommen. Nein, wir fliehen, Leute. Ich muss jetzt echt aufhören, Leute. Und ich will jetzt hier eigentlich gar nicht wissen, was kommen wird, weil Volt, ich erinnere mich an dein Dörfchen namens Mizu, was zur Hälfte kaputt gegangen ist wegen einem Typen namens Volt. Nee, das sind nicht dieselben, gell? So, dann schauen wir mal, was Volt so drauf haben wird. Ich tippe mal darauf, dass wir gegen kämpfen müssen. Ähnlich wie gegen, wie ist es nochmal? Gegen Celsius. Das ist gerade so nervig, Mann. Dass wir gegen alles nochmal kämpfen müssen. Ähnlich wie gegen Celsius und hier Gilland. Ich bin gespannt, was da, also ob hier Jude mit seiner These recht hat, dass er wirklich hier, dass wirklich von Gaius aktiviert worden sind, weil ein bisschen wird es ja seinen Idealen hier widersprechen. So, hier sind Türen, aber durch die kommen wir leider nicht rein.
Spiel verdippt mir echt hier gerade, dass ich einfach da reingegangen bin. Ich will doch einfach nur aufhören, Mann. Das ist so echt suchterregendes Spiel, Leute. Man kann nicht aufhören. Man da kann so einfach nicht. Hey, get off me. You can't hide there. You can't hide there. Oh, Leute. Der Typ, unser Schlawiner hier. So. Dann öffnen wir die Kiste. So, jetzt haben wir offiziell 5 Minuten überzogen. Komm, hier muss es doch einfach einen Ausgang geben, Leute. Ein Speicherpunkt, Mann. Bitte. Bitte. Be careful here. Touching the wrong cable could kill you. Also, ob man einfach nicht das falsche Kabel anfassen. So, es kommt echt kein Speicherpunkt, Leute. Alle 2 Sekunden kommen in diesem blöden Spiel Speicherpunkte. Einmal brauche ich einen einzigen Speicherpunkt. Es kommt kein einziger. Also, kannst du irgendwo runterspringen, Mila? Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber... ja, so. Gut. Greifen. Jetzt kommt auch noch das super, super schwere Schieberätsel, wo ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Nee, es ist simpel. Wir müssen einfach den Block da vorschieben und dann können wir den anderen Block schieben. Warum kann ich da nicht weiter schieben, Mann? Ach, wegen der Treppe, oder? Sehr schön. Leute, Tales of Celia. Ein suchterregendes Spiel, wo man einfach nicht aufhören kann. Das ist so. Leute, man kann einfach nicht aufhören, weil sonst die ganzen coolen Kämpfe, die man gemacht hat, einfach gelöscht werden. So. Und Leute, ich werde jetzt noch den Bossfight in dem Kampf hier machen müssen. Machen wir hier einfach nochmal so einen kleinen Volt-Bossfight. Den haben wir in 2 Minuten nochmal durch, oder? Ja, klar. Beim letzten Mal war Volt schon so cool. So, krabbeln wir da durch. Hä? Ich wollte nicht zu der geheimen Kiste, Mann. Ja, dann haben wir ein mysteriöses Juwel. Da freue ich mich ja voll. Ich will doch einfach nur einen Cut machen, Leute. Und einen Speicherpunkt finden. Aber ich möchte jetzt nicht aufhören. Weil wenn ich jetzt aufhöre, dann kann ja irgendwas Cooles passieren. Und dann verpassen wir das. Vielleicht kommt dann irgendwie Gas und streckt alle nieder. Und das wollen wir alle mit ansehen. So. Achso, ich muss da vorbei, oder? Nee. Ich finde nicht mal den blöden Weg hier. Kriegt die Krise gerade? Das Level finde ich nicht so cool. Nicht ganz so cool. Hier gibt es auch keinen Ausgang. Das heißt, wir sind hier wahrscheinlich noch falsch. Boah, Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt einen Cut machen. Und dann werden wir im nächsten Part schauen, wie ich das gelöst habe. Hoffentlich finde ich irgendwann einen Speicherpunkt hier. Egal, Leute. Bis zum nächsten Mal dann. Euer Dancemafix. Haut rein und wir sehen. Ciao.